Was macht man da überhaupt im Speditionstraining? Du trainierst. Was trainiert man denn da? Ihr trainiert Konvoifahrt. Ihr seid ungefähr zu 8. Also einfach nur vielleicht Konvoifahrt, oder? Papa Piska, sag doch was dazu. Wer macht denn das Konvoi-Training? Wer macht denn das Speditionstraining heute? Freddy macht auf jeden Fall Training. Auch allgemein. Babinska! Ich verstehe auch nicht, warum die gerade nebenbei das Speditraining machen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ravi, also wenn sowas ist hier, dann musst du echt mal auch mal kurz was sagen, weil das kann nicht sein, dass an so einem Tag wie heute Speditionstraining ist. Was los, Kriegsum? Naja, vor allen Dingen nicht in diesem Teamspeak hier. Dann solltet ihr das im Speditionsteamspeak klären. Darf ich mal kurz eine Frage einwerfen? Ich muss leider Gottes aufholen und die Autobahn bei Stavanger ist immer heruntergefahren. Wo ging es dann lang? Richtung einfach Richtung Bergen immer fahren. Unterhalb des Steinbruchs her, über die Landstraße. Da wo die Tankstelle ist, da kannst du dich orientieren. Jetzt meine. Okay, danke. Ich muss jetzt mal schnell speichern. Zack. Jetzt hält's Abstand. Wie gestern. Müssen wir rechts oder links? Danke, Big Mac. Hier ist gut. Ja, Konsex stehen immer grundsätzlich an den Abbiegepunkten, wo man abbiegt, und setzen auch den entsprechenden Blinker. Also falls das hier euch von Konsex noch keiner. Normalerweise stehen die auf der rechten Straßenseite, sodass sie keinen behindern, und setzen praktisch den entsprechenden Blinker. Immer Richtung Bergen fahren? Ja. Dann haben wir gerade die falsche Abfahrt hier genommen. Waren wir gerade hier mit 30 runter, oder? Also Spitze fährt jetzt wieder 50. Das sieht geil aus, wie die da längs alle über die Brücke düsen. Die alte Schachtel hier. Vorsicht, Gegenverkehr. Ich hab sogar 30 FPS. Ich hab 8. Ich halt meinen Mund. Wie hast du denn, Rabbi? Oder war das Freddy? Gegenverkehr, Hightower kommt uns entgegen. Freddy, wie hast du denn? Also jetzt bin ich auf der Brücke bei 93, wenn ich Richtung Eastside und sowas gucke. Geh in die Ecke und schäm dich. Alles klar. Guck mal nach hinten. Wuschi! Eine Sekunde, Wuschi. Ich glaube auch heute bei diesem dritten großen DS-Konvoi ist das ja auch entschuldbar, dass das Training eventuell nicht stattfindet. Sollte aber natürlich irgendwie abgestimmt werden das nächste Mal, okay? Hat das Training einfach wieder stattgefunden? So, ich stelle mich mal hier kurz an die Tankstelle hin, weil ich hier jetzt mal alle Fahrzeuge filmen möchte. Wenn du das machst, Lukas. Ja, Freddy? Alle Fahrzeuge filmst, dann lass mir später bitte eine Liste zukommen lassen, wer alles an dir vorbeigefahren ist. Wenn du das machst. Ja, genau. Freddy? Wenn du willst, du kannst jetzt überholen. Wir kommen dann nochmal zu einer Mautstelle. Hallo, Lukas. Hallo, Robby. Dann darf ich auch mal überholen, weil ich... Ja. Darf ich auch überholen, weil ich bin ganz drin? Ja. Okay. Der Freddy. Wer hat gefragt, ob er überholen darf? Ich. Krieg ich einfach. Bist du Streamer? Zum Überholen? Nein. Dann nicht. Nur Streamer und YouTuber dürfen überholen. Dann organisieren wir mal einen am Ende von der Konsec, der mit hier vorbeizieht. Ich pass schon auf dich auf, ich sag dir, wenn was kommt, Freddy. Wer drängt hier denn kein Stream oder ein Aufnehmer? Oh, ja, ciao. Ich hab Gegensatz zu Eve gut gebremst. Ey, bei mir steht, gehe ich da unten in den Channel und frag die Alte mal, wo die hin. Die bisschen Tunnel hier Richtung Bern. Kann man mal rechts stoßen noch? Bei Bern? Ja. Nach Oslo. Wir fahren dann nach Oslo. Gibt's hier eine Richtung? Wir biegen rechts ab, alles klar. Danke, Katze. Katze steht da und blinkt entsprechend. Keine Sorge. Ich hoffe, die Jungs, die können mich vorwarnen, wenn ihr Gegenverkehr habt.
Ich sagte Bescheid, Freddy. Klickst du, kannst du jetzt nicht so rückwärts fahren, dass die alte Schachtel da einen Abflug macht hinter mir? Ich nehme auf. Was denn da jetzt? Na, ich links hat angehalten. Aber Winska, wir stehen. Kann das sein? Gut. Wempe hat angehalten. Ja, hier stand einer quer auf der Straße. Wollte ich gerade sagen, die Konsek hat gedreht. Konsek. Wirklich, wir stehen wirklich mal ins Gang. Freddy, wie weit vorne bist du denn? Ich weiß nicht, wen ich vor mir. Achso, ich hab den T-Bone vor mir. T-Bone Stack. 1217 GTL Event Manager Konsek T-Bone. Du kannst immer noch überholen, ich sag dir, wenn was kommt. Es kommt nichts. Darf ich auch überholen? Bitte? Darf man auch überholen, wenn man aufnimmt? Ist immer noch an der Tankstelle, oder? Ja. Hier ist immer noch Sinnlos GmbH. Ja, alles klar. Das war jetzt, glaube ich, das letzte Fahrzeug von denen. Cool. Was hat denn der? Ich schon. Was fährt die Spitze wieder? 50, oder? Spitze fährt 50, ja. Zum Glück hab ich ein MAN geschaltet. Wie bitte? Fährst du ein MAN? Micha? Ganz toll. Ja. Ich nehme auf, darf ich dann immer noch überholen oder darf Taliban ich nicht darf. Wenn du YouTuber oder Streamer nimmst, darfst du auch überholen. Hm. Ich wollte aber mal... Du kannst gerne ja, wenn du willst, schon bis Bergen durchdonnern, komplett, bis zum Gewerbegebiet, weil da halten wir definitiv an. Okay. Wo dann ich checkst du auf DAF, auf MAN abfährt, ich hab ein Bizett noch nie gefunden. Achso. wie viel fährt denn die Spitze? 50. Ja, okay, Dankeschön. Nach 500 Kilometern wirst du es feststellen. So, Freddy, Feuer. Wir sind entgegen, ne? Freddy, nee. Ja, ich, klar, hab, ich hatte hier gerade einen, der kam auf einmal. Ja, dann muss der irgendwo wahrscheinlich. Richtung Bergen. Dann muss der wahrscheinlich genau dort in dem Kreisverkehr mir entgegengekommen sein. Da hab ich ihn nicht gesehen. Jetzt gerade durch hinter Johnny HD 75. Kann ich also, weiter Feuer geben? Also wir sind jetzt an der Mautstelle. Okay, aber kommt nichts entgegen. Es kommt nichts entgegen bis jetzt. Nein. Doch, da geht gar nichts. Also Freddy, wenn ich dich sehe, zieh ich dann links rein, dass du nicht vorbeikommst, ja. Hey, da steht Lukas. Doch, hier kommt Gegenverkehr. Ja, ja. Konsek kann sein, dass der Konsek entgegenkommt. Ja, und ein KTT Razor. Tunnel ist Gegenverkehr. Bei Winska Gegenverkehr, ja. Ja. Jetzt bin ich bei BG Dennis. Freddy, du siehst die Wauchschein von der TS? Siehst du die Wauchschein von der TS? Nein. Oh! Achso. Freddy? Ja. Du bist der Letzte, oder? Bei Winska, normal, nee, irgendwie so kenne ich das eigentlich so, dass wir das nach hinten durchgeben immer, ja? Also wenn jetzt so ein Gegenverkehr kommt und ich sag zu dir Gegenverkehr, dann sagst du zu dem Typen hinter dir auch Gegenverkehr. Ja, Freddy, Gegenverkehr. Gegenverkehr. Ronald überhaupt. Kreisel. Rabi, das funktioniert bloß hier nicht, weil nicht alle im TS sind. Ja, das ist schon klar. Also hier ist. Dein hört ja nur noch Gegenverkehr. Richtig. Wenn Gegenverkehr kommt, ich sehe, dann sage ich Bescheid. Also ich bin jetzt gerade einmal rechts abgebogen. Wenn wir schon Reflex. Hier ist gerade eine riesen Lücke. Hier kommt gerade ja, ewig lang kein LKW mehr. Ja, Rabi, es war noch nicht der letzte. Ende ist gerade Gegenverkehr. So, ich hab vor mir gerade gar keinen. Lukas, hm? Das ist diese 3-Kilometer-Lücke, von dem ich eben gesprochen habe. Da sind nämlich die ganzen eben auf der Straße angehalten. Ja, das hier kommen wieder welche. Wir machen in Bergen dann eine 20-Minuten-Pause. Es hat auf jeden Fall jeder Zeit, um aufzuholen. Da hoffe ich, dass meine Eiswürfel endlich gefroren sind. Bloß ich denke mal, dass mit den zwei... Ich sag dir mal momentan den aktuellen Stand, wie es ist. Wir sind gerade einmal rechts abgebogen und dann kommt ja die Tankstelle. Vom Abbiegen aus. Bis jetzt zur Tanke habe ich keinen mehr vor mir gehabt und bin die ganze Zeit 110 gefahren. Okay, da ist eine ganz schöne Lücke drin. Ja, und jetzt bin ich an der Tankstelle und jetzt ist hier eine Traufe. Ja, jetzt habe ich die Simo-Verjudelungs. Ach, jetzt ist Lukas auch hier. Meine andere Frage. Ah, moin Freddy! Meine andere Frage, wenn man dann Lukas, stehst du immer noch an der Stelle oder was? Ja, ja. Unglaublich. Wer hat wen eingepackt? Die Landspakete. Ja. Ich habe ganz viele Mars auf meinem Beifahrersitz. Aber jetzt kommt da Gegenverkehr vom Berg runter? Nein. Wir sehen nichts. Kein Gegenverkehr. Wir müssen Essen anbieten, ne? Ja. Wir sagen das dann schon, Freddy. Siehst du jetzt schon die Mautstelle, Freddy? Ja. Ich bin gerade bei Hamburger 250, Simon. Also, Gegenverkehr. Hamburger? Achtung. Also, wir sind jetzt.
Wir sind jetzt genau zwischen Mautstelle und Bergen. Ich bin jetzt an der Konsekatze. Ich bin gerade am Kreisel im Berg. Achso. Eis oder so genau. Da kommt einer, da kommt noch der nächste Kreisel, das will Karten oder so. Und dann